Ajo, was gefunden, ich hab dafür euch herzlich willkommen zur, ich glaube, fünften Folge müsste das jetzt gewesen sein zum Let's Play zu Resident Evil 3. Ja, das letzte Mal, wir wissen, was passiert ist. Lutsch mir meine Eier. Wir reden nicht darüber. Egal, scheiß drauf, wir gehen jetzt hier nach unten. Und werden jetzt auf jeden Fall hier runtergehen. Ja, bitte, ich würde sehr, sehr gerne. Unglaublich gerne. In die Tiefen von Gacoon City. Und ich nehme schon, ich rieche was. Ich rieche diese Drecksviecher bis hierhin. Ich habe wenigstens noch schnell, Orget. Och nee. Och, ihr kleinen Pissviecher, Alter. Geh weg, geht weg, geh weg, 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 weg. Ja, bitte, nach oben. Bah. Ich will nicht. Ich weiß nicht, ob die giftig sind. Okay, uns geht's noch gut. Noch geht's uns gut. Aber wir sind auf einem Friedhof. Willst du mich rollen? Das hat mir noch gefehlt. Du und so. Jawohl. Nice. Sonst niemand mehr. Na gut. Ab geht er durch die Tür. Ach. Ah. Deshalb haben wir diesen Zigeunerschlüssel benutzt. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Was ist denn das? Eine Metallstange. Iron Pipe. Okay, cool. So, finden wir was Cooles. Aha. Nehmen wir mit. Kombinieren wir die Wichse. Gunpowder A. Und nochmal Gunpowder A, sehr schön. Ach, geht nicht mehr. Na gut, dann haben wir, glaube ich, alles, aber. Dann haben wir ja alles. Keine weiteren Likes. Ach, schön. Schön, schön, schön. Hier haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray. Das ist ja herzallerliebst. So, Moment kurz. Lass mich erstmal. Ich möchte zuerst eine gewisse Substanz, genau. Alter, 120 Kugeln. 120 Kugeln. Jetzt würde ich gern. Kann ich das direkt kombinieren? Ja, kann ich. Okay, das gibt auch nochmal 30. Na gut, bis zur Munition haben wir eh genug. So, würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt noch ein rotes Kraut. Und kombinieren das. Nein! Ach, ich bin so ein Gaylord! Ah, ich hab aus Versehen verdrückt, egal. Aus Versehen habe ich mich verdrückt. Aus Versehen, aber nur aus Versehen, Alter. Das war nur ein Aus Versehen. Ja, scheiß drauf. Scheiß mal drauf. Okay. Na gut. Und ab durch die Tür, Junge. Ab durch die Tür. Achso, wir kommen von der Scheiße. Da gibt es aber bestimmt noch eine andere Tür, oder? Oder gibt es nicht eine? Bestimmt. Was? The which cold? Wind is blowing in front the back of the fireplace. Na gut, warte kurz.
In so einer Situation kommen. Aha. Gut, ich weiß. Ich weiß, wir brauchen das Feuerzeug. Ich wusste, wir werden das doch irgendwie gebrauchen. So. Ich weiß aber nicht, wozu diese Pipe ist. Feuerzeug. Da. Damals. Boah, ich hab Hunger. Spaß. Aber wir haben gerade 9 Uhr morgens, Digga. Wir haben gerade 9 Uhr morgens. So. Ist das ein Weg? Was ist das? Aha. Was? A lighter can be seen from the front. Warte mal, was ist das, wenn ich jetzt. Aha. Ah! Cool. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Siehst du? Und ab hindurch. Die Animation ist sehr cool. Ach, da hinten ist was am Glänzen. Ein Schlüssel sehe ich jetzt schon von hier. Ein Schlüssel wohin? Ah, okay, ich weiß wo. Ich weiß für was. Ich weiß für was. Was ist das hier? EZ from the Auto Receive Mode. Kann ich irgendwas drücken? Nee. Okay, wir gucken uns hier nochmal um, bevor ich hier irgendwas übersehe. Ah, ja, siehste. Siehste. Ein paar Grenades. Werden wir später für Nemesis auf jeden Fall gebrauchen. Für den legendären Nemesis. So. Aha. All supervisors, mission terminated. Return immediately. Repeat. All supervisors return immediately. Over. Hat der Kollege vielleicht was? Nee. Wer wurde eliminiert? Was wurde eliminiert? Wer wurde wie eliminiert? Was, wie, was, wie, was? I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. Nikolai? And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Also, die wurden sozusagen nur als Testobjekte rausgeschickt. Na gut. Das erklärt schon einiges. Also, war ja natürlich klar, weil war auch im Remake genauso. Von der Story her so ungefähr etwa. Ach du lieber Gott. Oh nein! Was zur Hölle, Digga? Scheiße. Wo ist der Ausgang?
Muss ich gegen das Drecksvieh kämpfen? Ich hab doch nichts, womit ich mich verteidigen kann. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Stirb, du Bastardvieh! Oh Gott. Alter, das hätte böse enden können. Das hätte verdammt böse. Also das hätte jetzt wirklich meinen Tod bedeuten können. Ohne Spaß. Das hätte jetzt wirklich meinen Tod bedeuten können. Oh nein. Geh hoch. Alter, scheiße. Boah, das hätte wirklich meinen Tod bedeuten können. Ja, nein. Kombinieren. Jesus Christus, Alter. Holy moly, Macaroli, Digga. Mach doch nicht diesen. Scheiße. Stirb, du Bastard. Du dreckiger Wichser. Bam, weg mit dir, du Hurensohn. Ihr hässlichen Pissnulpen. Scheiße, Mann. Hoffentlich kommen nicht diese Drecksviecher wieder. Das hoffe ich die ganze Zeit nicht, dass die nicht wiederkommen, weil die sind wirklich gefährlich. Muss mal nachladen hier. Schnell weg hier, schnell weg. Ganz schnell weg, ganz schnell weg, aber sowas von schnell weg, Digga. Holy moly, Digga, leck mich am Paparoli. So. Na gut. Oh nein. Nemesis? Stars.
Scheiße. Wir vermeiden den Kampf. Wir vermeiden ihn einfach. Wir vermeiden den Kampf. So. Oh. Oh, Carlos? Oh, Ehrenmann. Thanks, Carlos. I owe you. Listen closely, Jill. They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. At dawn? But that's only... I know. We don't have much time left. We have to split up and find a way out of here. And hey, watch out for that traitor Nikolai. Wer hat denn die... Digga, wer die gerade angefasst hat, Ehrenmann? Richtiger Charmeur, Alter. Kray bei 3 Likes. Kray bei 3 Likes. Okay, das sieht aus... Das hört sich an wie ein Save Room. Water Sample, was ist das? Genauso wie ich das Schreibmaschine unbox. Oh, da lila die Waldfee, Freunde. Holla die Waldfee, Alter. Was soll ich holen? Nee, eigentlich gar nichts. Doch, warte kurz. Erst, ich speichere die erstmal ab, Digga. Ich bin einfach. Also in dem Spiel bin ich wirklich langsam, dass ich die ganze Zeit sterbe, Digga. Obwohl ich Gnaden habe, weil die Viecher sind teilweise wirklich unberechenbar. So, der Monitorraum. Legen wir das wieder ab. Okay. Na gut, ab geht der Junge. Oh Gott. Was ist denn das für ein Raum? Sehr viel von dem Ding. Sehr viel von dem Zeug. Dreimal insgesamt. BBB, das ist für Shotgun-Munition, glaube ich. Ich frage mich, wie wir Munition für die MP bekommen. Das frage ich mich. Muss ich mal gucken. Da gibt es bestimmt so eine Mischung. Da. Nächste 60 Kugeln, Alter. Und schon einmal wieder volles Potenzial. Hier, Digga, haben wir hier die Shotgun-Munition komplett wieder aufgefüllt. Wie der Boss das machen muss. Wie der Boss das machen muss. Halleluja. So, jetzt, come on. Ein Erste-Hilfe-Spray, geil. Werden wir gebrauchen. Werden wir sehr gebrauchen, auf jeden Fall. Und? Oh, das gibt's ja nicht. Noch mehr Gunpowder. Warum so viel Gunpowder, Digga? Das heißt nichts Gutes. Das ist, wenn wir so viel Gunpowder bekommen, ist überhaupt nichts Gutes. Das heißt, da ist irgendetwas im Busch.
Irgendwas ist im Busch. So, wo ist die Seeische hier? Ah, Pistolenmunition, egal. Brauchen wir aktuell nicht so wirklich. Da wir eh eigentlich schon bis zum Kotzen viel für die Pistole haben. Was natürlich gut ist, ist klar. Was natürlich sehr gut ist. Aber wenn man eine Shotgun hat, spielt man eher lieber mit einer Shotgun, weißt du, als statt mit einer Pistole. Okay, jetzt aber so. Was ist das? A plastic card. Moment kurz. So. Aha. Okay. Okay. Warte mal. Ah ja. Was? Ja. Geht nicht? Wie geht nicht? Ach so. Warte. Aha. Okay. So, hier. So, was heißt das jetzt? Also, ich mach das automatisch. Which have you... Achso, nee, doch nicht. Warte. Okay, A. Right. Jetzt, komm. Was macht er jetzt? Ist es immer unterschiedlich? Nee, das ist gleich. So, wir machen das einfach so, weil es einfach angenehmer ist. Wieso? Die ganze Zeit rechts? Aber okay, stell keine Frage, ich mache einfach das, was er macht. Ah, der guckt jetzt wahrscheinlich. Na gut. War aber das, was er macht die ganze Zeit. Und jetzt? Nochmal? Und? Na komm, was machst du? Moment, kurz, warte, kurz. Nochmal? Okay. Er weiß selber nicht mehr ganz genau. Es geht
geht auf Check. Okay, geht immer noch nicht, hat er gesagt. So, jetzt C. Moment kurz, der guckt selber gerade. Er weiß selber nicht, also er weiß selber nicht, was er macht. Ich weiß aber das, was er macht. Ich weiß aber nach. Er hat auch was falsch gemacht. Hat geklappt. Geil, okay, nice. Also wie gesagt, weil tut mir leid für den Dings, aber man muss halt den Walkthrough. Also ich guck halt, ich bin so ein Mensch, ich guck halt immer, wenn ich es nicht weiß, ich guck halt wirklich gerne Walkthroughs einfach, weil es dadurch einfach viel, viel schneller hinbekommen. Viel, viel schneller. Der Typ hat zwar sehr lange gebraucht, aber scheißegal. Man kann ja nicht immer alles wissen. Außerdem ist das eigentlich in der Zeit viel, viel stabiler als ich, also. Da vorne ist, glaube ich, noch eine Tür gewesen, ne? Wenn die Map laden würde, wäre ich froh. Manchmal hängt das irgendwie, ich weiß nicht wieso. Kann das aber nicht, weil das Spiel digital ist und ich keine CD habe. Genau da vorne rechts. So, hier. Okay. Oh ne, nicht schon wieder die. Ihr kleinen Rattenviecher. Scheiße. Fick dich. Du und so. Du hässlicher Hurenskäbel, Alter. Ah. Schalke-Munition, cool. Nochmal? Geil! Schalke-Muni ist immer gut. Ba 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 ba. Schon gut. Hier ist nichts mehr. Was ist hier drin? Ich glaube, wir nähern uns langsam immer mehr und mehr an dem Ende, das Ende zum Spiel. Yes. Also, ich habe so das Gefühl. Was heißt, ich habe das Gefühl, man sieht es auch in der Timeline. Also, naja. Ob wir das Spiel in der Folge noch schaffen, ist halt schwierig, aber ich glaube, in der nächsten Folge definitiv. Oh, scheiße. Hallo. Wunderbar. So, ein paar grüne Kräuter nehme ich natürlich mit, ist ja logisch. So, da können wir uns ein XXL-Kraut machen. So, wunderbar.
Nice. Was ist das hier? Eine System Disk. Okay, was ist hier drauf? Wissen wir noch nicht. Ah, jetzt haben wir die unlocked. Okay. Oh Gott! Nikolai, du Schwanz! Du dreckiger Schwanz! Du Fanboy! Nein, Spaß. Halleluja, der Geist ist einfach Flair, Digga. Flair ist einfach der Beste, Mann. Eins jetzt die andere Seite, okay. Ohne Spaß, Flair ist einfach der Geilste, Digga. Du Fanboy! Du Fanboy! Du Schwanz! Wo ist der Hurensohn? Oh Gott. There is a slot for my keycard, okay? Da ist er dann reingelaufen. Ach. Falsch. Sehr falsch. Armageddon super falsch. Zwar hier, jetzt hier vorne und jetzt hier links. Drei Likes. Auf zwei Karottenbeinen. So, das ist ein Safe, den wir, glaube ich, noch gar nicht betreten haben. Ne, siehst du? Weil hier ganz, ganz schön viel Stuff drin ist. Zum Beispiel hier ein Schlüssel. So, was mir jetzt aufgefallen ist, da wir jetzt zwei Sprays haben, werde ich jetzt auf jeden Fall das wieder hier reinlegen. Damit ich jetzt hier das hier so hineinkombinieren kann, damit ich hier Platz habe. So. Ab geht der Junge. Okay, ein paar. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Yes. Okay. Ah, verstehe. Hä? Also es sind zwei Legs. Hä, was soll denn das jetzt sein, Digga? Der ist so total gelähmt. Was ist das? Das ist ja heißer Dampf. Das ist eine Keycard. Ja, der Dampf, ne? Aha. Den Switch. Und jetzt. To the Safety System. Okay, jetzt kommen wir in einen komplett neuen Bereich. Aha. Verstehe. So. Okay, na gut. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's kapiert. Ah, ja, gut.
So, dann haben wir hier alles. Warte, ich speichere lieber erstmal ab, Digga. Bevor wir hier noch irgendwas falsch... Wie gesagt, ich bin ein Angsthase. Ich bin ein Schwarzfisch. Was in dem Spiel aktuell betrifft. Weil ich speichere lieber 20 Mal ab. Anstatt irgendwie zu sterben. Und dann... Was weiß ich. Du weißt. Wer es lesen möchte... Okay, jetzt abspeichern hier. Yes. Resting Room passt. Passt. So nice. Und ab geht der Junge. Warte mal, wo geht der Typ jetzt hin? Okay. Wohin? Aha. Ist das noch richtig oder ist das jetzt, geht's wieder nach draußen hier? Der geht wieder nach draußen. Ich glaube, der ging nicht nach draußen. Der ging nach... Ich glaube, der ging durch die Tür, oder? Ich meine ja. So, jetzt. Aha, gucke hier. Dadurch. Okay, nice. Gut, haben wir's. Das ist jetzt das Labor, glaube ich. Da. Okay. Aha, warte hier kurz, glaube ich. System. Ah, System Disk. So, jetzt geht das auf. Nice. Coole Scheiße. Warte, kurz was trinken. Warning. Proceeding with operation in 3 minutes. Oh no. Was ist denn? Was? Beeil dich aber. Beeil dich, Papa, halt die Klappe und mach. Nerv nicht, mach bitte. Ich bin in der Aufnahme, mach. So, Moment kurz. Kämpft er jetzt gegen den Nemesis? Er fightet gegen ihn, toll. Oh nein. Nein. Jill! Nein! Oh Gott. Oh Gott, nein, Digga. Ich würde sowas von sterben. Ich würde so drauf gehen.
Ich würde so drauf gehen. Nein, nicht kombinieren. Nice. Stirb, du Bastard. Nein. Nein. Fick dich, kreuzweise. War's das? Nimm die scheiß Keycard. Raus hier. Was? Was stand da? Mach die Scheiß auf. So, was läuft? Wo läuft er hin? Also. Oh Gott, was ist denn das? Ach so, die werden abgespült. Okay, verstehe. Hat aber nichts mit mir zu tun, ne? Nein. So, wir müssen ganz dringend hier weg, Digga. Ganz dringend hier weg. Entweder mit dem Fahrstuhl oder mit was weiß ich was. Danach. So, Moment kurz. Wo läuft der Typ hin? Wo ist das? Wie sind die gewesen? Ah, okay. Zu dem Ort, wo Nikolai war. Was ist denn das? Das ist ein falscher Raum. Das ist ein ganz falscher Raum. Nein, falsch hier. Das ist hier gewesen. Hier ist das gewesen irgendwo, glaube ich. Genau, jetzt hier rechts. Jetzt hier. Mit der Keycard. Boom, Alter. So, kurz mal reloaden. Munition haben wir ja genug. Oh, cool. Heilkräuter ist immer gut. Vor allem in einer Situation, wo du ganz wenig Heilung hast. Na gut. Ab geht der Junge. Ab geht. Was ist das? Ein Radar. Für was? Um Gegner zu orten? It's locked. Was ist denn das jetzt? You're still alive. Such persistence. Nikolai? Sorry, but there is no escape from you. Oh shit. Return fire to the chopper.
Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen oder was? Und jetzt? Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. Verpisst er sich? Ey, du Hurensohn! Bleib gefälligst hier! Ah, Carlos! Carlos, Nikolai beat us to the chopper. I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Achso. Jill, that's it. We've got to find a way out of here. Now. Warning. Missile attack confirmed. Oh no. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel evacuate immediately. Na gut, ich würde mich ja schon gern verpissen, aber, ne? Oha! Ab nach unten, Junge! Ab nach unten! Warte, ich nehme mal die Magnum mit, Digga. Ich nehme die Magnum mit. Bei drei Likes, ich bin ein Zwiebelsohn. Alter, was ist denn hier los, Junge? Weg hier, Junge, weg hier, Alter, ganz schnell weg hier. Du Cheeser, Liebers. Du liebes Cheeses. Ist das? Und hier? Checking system. Was macht das? Was ist das? Oh nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Checking data. Warning. There is not enough power to activate the system. Wie oder was ist das? Sieht aus wie Mr. X. Moment mal kurz. Moment kurz. Aha. Achso, ja, kein Wunder. Siehst du die Dinger? Okay, die sind drin. Aber was anderes, und zwar hier. Ist das der Nemesis oder was ist das? Ich feiere das aber, denn das ist so oldschool. Oh nein. Ah, der frisst jetzt das hier und wird jetzt riesig. Ach du lieber Himmel. Warte, Magnum.
Fick dich, du Hurensohn. Stirb, du Bastard! Stirb, du Bastard! Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Auf zu laden! Ich will eine Waffe, ich brauche eine Knarre! Hilfe, Mami! Das Ding will mich ficken! Scheiße. Oh, diese Kamera, Digga. Willst du auch mal sterben, Bruder? Gibt's ja nicht, Digga. Auf mich zu schlagen! Alter, das gibt's doch nicht. Digga, das Ding will nicht sterben. Warte mal, wie macht der das? Wie macht der das? Der fickt das Vieh doch auch irgendwie. Aha. Verstehe. Wir haben jetzt geschwächt und das bedeutet, wir können jetzt sozusagen... Was? 2 von 3? Oh mein Gott, ja, ich sehe da was. Ich das nehmen? Nein. Aber hier ist die Battery. Ich weiß. Drück das hinein. Bist du Bena, Jill? Jawohl. Jetzt? Ich höre das Drecksvieh. Was macht es denn? Ich warte hier mal kurz. Ich glaube, es ernährt sich. Warte, ich warte hier kurz. Oder nicht? Ach so, ich verstehe. Ich habe mir jetzt so lange geschwächt, bis Dings. Ah, ich hab's verstanden, okay.
Ich hab's verstanden. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. So, kann ich mich jetzt verpissen? Ist er tot? Ich hoffe es. Och, wahrscheinlich, Digga. Monster. Ignore and evacuate, Digga. Das Vieh wird so oder so sterben. Der wird so oder so sterben wegen dem Dings. Lass einfach verpissen, Digga. Lass einfach verpissen. Jill. Oh, Carlos, Gott sei Dank. It's over, Carlos. What are you talking about? Don't you hear that? There's a second chopper and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter. We just have to be there when it lands. Landet es? Es landet und holt uns wahrscheinlich ab, oder? Holt es uns ab? Jawohl. Jawohl, jo. Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? Ah, unser Dingens. Yeah. Unser alter Kollege aus Resi 1. Und es macht alles kaputt. Geil, Digga. Raccoon City ist ausgelöscht. Jesus Christ. Wir haben es geschafft, Jungs! Gottes Willen. Haben wir es gepackt? Wir haben es gepackt, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben Resident Evil 3 Nemesis abgeschlossen. Was ein Ritt, Digga. Was ein Projekt. Council have ruled that the Backlist Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Nice. Nice Scheiße, Digga. Komm, wo sind die Credits? Ich will die Credits sehen. Wo sind die Credits? Gibt's überhaupt Credits? Es gibt Credits. Jawohl, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben insgesamt 5 Folgen gebraucht, also 5 Stunden. Das ist für den ersten Durchlauf gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, wir haben für Resident Evil 1 8 Stunden gebraucht und das Walkthrough ging 4 Stunden und hier geht das Walkthrough 3 Stunden und wir haben nur 5 Stunden gebraucht, also gut. Na gut, es ist, also ich sag mal so, es geht viel besser, man kann natürlich viel mehr reißen, aber war natürlich ein unglaublich geiles Game und habe ich auf jeden Fall gefeiert. War ein geiles Resi. Schön auch mal die alten Klassiker wieder zu sehen und ob, jetzt kommt die Frage, ob ich das Original besser finde als das Remake. Ich muss ehrlich sagen, Gleichstand. Also ich finde das Original eigentlich genauso gut wie das Remake, bin ich ehrlich.
Das Remake ist einfach ein bisschen neuer, hat natürlich viele Sachen, die das Original hat nicht. Zum Beispiel diese Entscheidungsmöglichkeiten, den Clock Tower, den Park, haben die komplett ausgelassen. Finde ich ein bisschen schade. Aber dennoch war das Remake, finde ich persönlich, eigentlich genauso gut wie das Original. Das ist meine Meinung. Jeder kann das so sehen, wie er sehen möchte. Ich persönlich habe es gefeiert. Und ich feiere beide Spiele, also Original sowie auch das Remake. Aber das Wichtige ist, dass ich jetzt auf jeden Fall den Wunsch von vielen, die bei denen mir in den Kommentaren geschrieben haben, dass ich doch das allererste Resident Evil mal spielen soll, das erste Resident Evil 3, damit ich weiß, was da genau war und dass ich halt auch alles verstehe. Habe ich jetzt gemacht. Kommt zwar relativ spät, also wir haben jetzt aktuell, also wir haben heute den 22. April, es ist 10.04 Uhr, wo ich genau jetzt hier das aufnehme und da reinspreche jetzt, wo ihr das gerade seht, ist es aber schon Mitte Mai. So, weißt du, ich meine, also ich tue das schon für Mitte nächsten Monat vorproduzieren. Weißt du, ich meine, das ist ja das Ding. So, Time 5 Stunden 11, Number of Saves 13. Ist okay, für den ersten Durchlauf ist es vollkommen in Ordnung. You can play the extra game. Was ist das? A Mercenaries wahrscheinlich, ne? Boutique Key and two Customs. Cool. Wir haben zwei neue Kostüme. Und wir können jetzt hier abspeichern. Okay, also das ist sozusagen dann Runde 2. Wenn man das so sehen will. Na gut. Komm, ich will gerne ins Hauptmenü kommen. Haben wir jetzt eigentlich schon Mercenaries freigeschalten? Weiß ich gar nicht. Naja, egal. Na gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Projekt hat euch Spaß gemacht. Das Projekt Resident Evil 3 Nemesis. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr geiles Spiel, wie gesagt. Wenn ihr die Möglichkeit habt oder kein Geld habt, holt euch die ISO, spielt es auf einer gejailbreakten PS3, spielt es auf eurem PC, auf dem PlayStation 1 Simulator. Oder wenn ihr den legalen Weg gehen wollt, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir das Spiel gekauft aus dem Store für, ich hasse diese Cutscene, für einen Zehner. Komm Junge, mach jetzt nicht diesen. Ich will mir die Scheiße nicht geben. Ich will mir die Wichse nicht geben. Weg damit, weg. So, nochmal. Holt euch das Game aus dem Store. Seid so freundlich und gibt Capcom ein bisschen Hack. Gut, ich laber jetzt schon viel zu lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Freut euch auf das nächste Projekt. Bis dann, checkt ihr ein bisschen Fick, die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.